Sie sollten sie erlösen, wenn sie einen Funken Mitgefühl haben. Im Halbtraum! Das kann doch nicht wahr sein! Kommt der hier mit seiner Monster-Schrotflinte an? Hä? Wieso Monster-Schrotflinte? Na, du musst dich von K.O. Nein, ich hab den dieses Quicktime-Event verkackt. Scheiße. Hey, ich bin deine Schwester. Komm, schieß mal auf das Fass, auf das Fass, auf das Fass. Aua. Boom. Ist so komisch am Knurren. Hat die Bauchschmerzen oder was? Ja, natürlich. Ich glaube, die hat nicht nur Bauchschmerzen. Irgendwelche anderen Probleme? Psychologe? Psychiater? Nein. Ich glaube, die hat einfach alles an Schmerzen. Kopfschmerzen, Bauchschmerzen. War es wieder Quicktime-Event? Ah ja. Oh! Na, wir finden es geschafft. Bis zum Ende. Bist echt brutal. Das mit dem X-Drücken ist das Einzige, was richtig krass ist. Das Spiel ist nicht so krass, aber das auf dem X-Drücken. Ja klar, hallo, hast du das nicht gesehen? Ich war dabei. Stimmt, zwei von diesen Leuchtedinger sind schon kaputt, also nur noch. Also, nur noch? Das linke, wollte ich sagen. Achso. Das hatte ich aber schon längst erledigt. Aber jetzt bin ich mit deinem Schatz alleine. Mein Schatz. Ich kenne diese Frau gar nicht. Wer ist sie? Deine Ada, Frau. Helena. Wie wär's mit Hilfe? Je mehr sich die Dinge ändern, desto mehr bleiben sie gleich. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, das Ganze hier spielt nach Resident Evil 4, aber ich habe mich bei sowas schon öfter vertan. Ich würde es aber auch behaupten. So. Wie viele Tabletten kann man maximal haben? 9? Nee, ich glaube, so viele wie man will. Ich hatte eben 10. Okay. Oder 11, sogar 12. Okay, das ist gut. Du hast voll daneben geschossen. Einmal. Trotzdem ist der direkt kaputt gegangen. Mich fuckt's nur mal, wenn die nichts liegen lassen. Kotz mich nicht an. Mach ich doch gar nicht. Oder kotze ich dich so sehr an? Du immer. Danke. Meine Airbags sind mit Blut bespritzt worden. Ich will sie reklamieren lassen. Warte, lass mal sehen. Was? Du weißt, dass ich dir nicht helfen kann, ne? Ja, ja, ich weiß. Doch, ah, das war. Ada. Oh. Ja, Gott sei Dank für dich. Ada, Ada, mein Schatz. Ey, super. Oh, jetzt bist du wirklich tot, oder was? Nein, komm, Ada. Ich benutze jetzt das Deo-Spray. Ich wollte das gerade einsetzen. Oh, Jungs. Komm, Quickscope. Ach, ich habe keine Munition mehr, deswegen. Ich muss jetzt mal hinne machen, wir werden ihn die ganze Zeit angekotzt. Und wir wissen nicht, wo der steht. Ach, da steht der. Ich hab ihn. Vor allem, was heißt, ihr wisst nicht, wo der steht? Ich bin zu zweit. Und sie weiß auch nicht, wo der steht. Das weißt du nicht, ob sie das nicht weiß und sie ich einfach weiß das nicht wohl, sonst hätte sie wohl dahin geschossen, oder? Sein Computer.
Der Befehl lautet zu schießen. So oder so. Es ist ein NPC, ein Not Playable Character. Gott, ja. Die steht da wie so eine 1A-Schlampe. Ich kann die leider nicht helfen. Na, ich weiß. Das tust du sowieso nie. Ey, stimmt doch gar nicht. Muss ich irgendwo drauf schießen oder was? Nein, du musst... Ja? Geradeaus. Ach, da. Natürlich muss ich drehen. Dreh. Hallo. Hallo. Warum muss ich diese Arbeit machen? Hallo. Hallo. Ach ja, jetzt kommt das. Ich erinnere mich. Hoffen wir, dass wir nirgendwo anhalten. Ich bin da durchgeflutscht. Ich bin davon durchgeflutscht. Ja, ich wollte mich bücken, ich wusste noch nicht mit welcher Taste. Ach, mit natürlich mit X und Viereck. Oder schießt das? Kannst auch kaputt schießen. Oh. Und ich bin wieder durchgeglitscht. Vor allem so, ich denke so, ja, diesmal duck ich mich. Ich duck mich, noch so ein Ding. Fail. Sieht ja schon nicht schlecht aus, ne? Ihre Haare einfach so perfekt sitzen. Aber ich glaube, die will keiner cosplayen, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Wie würde denn das Kostüm aussehen? Nackt. Deborah! Nackt und schleimig. Aber vitaminreich. Sie will sie umbringen. Glauben Sie, ich weiß das nicht. Scheiße. Keine Muni mehr. Tja, was bringen dir deine 40 Waffen jetzt? Gar nichts, nur Platzverschwendung. Warte mal, vielleicht klappt das ja. Wirf jetzt keine Bombe. Okay, es bringt nichts. Oder doch, sie brennt. Schieß da drauf. Du hast drauf geschossen. Ja, weil du dich ja nicht bewegt hast. Oh. Ich habe echt keine Munition mehr. Oh oh. Hallo. Ah, wir hätten schießen müssen. So viel zum Thema, ich bin die ganze Zeit durchgeglitscht. Wir sind jetzt beide am Abkacken. Wir liegen beide auf dem Boden einfach. Ha, ha, ey, da kommt mir du weißt, dass ich jetzt sterbe, ne? Na, war knapp, also... Guck mal, ich bin deine neue Schlampe. Das war schon echt hart. Nein, wir werden sterben! Tja, schade. Wir werden alle sterben. Hauptsache, ich sehe nur das Fass. Oh mein Gott, es ist vorbei. Diesmal sollten wir besser aufpassen. Du schießt die ganze Zeit auf die Dicke und ich pass auf, dass ich nur... Wer ist jetzt die Dicke? Ja, dann eben die Dünne da, die hier, die Deobra. Hallo, das ist meine Schwester. Die ist ziemlich hässlich. Willst du etwas gegen meine Schwester sagen? Kann das sein, dass wir jetzt zufälligerweise weiter sind als davor? Ja. Witzig. Da war ein Kontrollpunkt, nachdem sie uns beide wiederbelebt hatten. Deborah! Dramatik. Keine Tränen mehr, bis ich dich gerecht habe. Bitte. Vergib mir. Bah. Die Nägel gepflegt, lackiert. Die Frisur sitzt. Der Ausschnitt auch.
teuer bezahlen. Sieh mich an. Alles wird wieder gut. Sieh mich an. Sieh mich an. Alles wird wieder gut. Sieh einfach nur mich an. Hilf mir. Ich werde dich hier rausbringen, Deborah. Deborah, sieh mich an. Wir werden hier rauskommen. Nein. Nein, lass sie los! Nein! Lass mich in Ruhe! Nicht meine Schwester! Nimm mich! Bitte! Ich tue alles! Bitte! Bitte, bitte tut sie ihr nicht mehr! Ich wusste nicht, was ich tun soll. Also half ich ihm. Ich half Simmons, den Secret Service zu überlisten. Das ist definitiv Simmons' Deal. Aber warum tut er das alles? Lange Geschichte. Wir haben es hier mit den wahren Strippenziehern zu tun. In diesem Spiel reicht ein einziger falscher Zug und... Leon, wo sind Sie? Ist Simmons bei Ihnen? Ja. Hannigan, seien Sie auf der Hut. Ich glaube, er ist es, der... Nach mir. Simmons... So, ja, Treffgenauigkeit, ne? War schon wieder besser als ich. Richtig. Ich bin zwar zweimal mehr gestorben, aber ich habe auch mehr besiegte Feinde. Du bist auch immer vorgerannt wie so ein Berserker. Und ich habe eine höhere Genauigkeit, und zwar 10% besser als du. Pass auf, ich werde dich noch bald schlagen. Sogar mehr als 10% besser ist als du. Okay. Du darfst Start drücken. Natürlich. Guck ich mal, was ich jetzt noch so ausrüste. Aber nur 22.000 Punkte, das heißt... Was nehme ich denn? Was glaubst du? Geringfügige Reduzierung des erlittenen Schadens. Das klingt doch gut. Oh, ich habe leider schon auf Start gedrückt. Du hast nur noch 50 Sekunden. Toll, dankeschön. Noch nicht mehr. Nee, ich merk schon. Zurücknehmen oder so. Suri. Hast du so viel gesammelt? Hm. Adlerauge. Toll, danke. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen was gucken und so. Natürlich. Ja, ich spare jetzt darauf, die Sachen hier zu verbessern. Naja. Nächstes Mal wartest du bitte, ja? Versprochen. Danke. Weil ich hätte mir gerne noch ein bisschen mehr Zeit gelassen, um die ganzen Sachen mal durchzugehen. Zumal ich noch echt viele Punkte hatte. No. Naja. Kapitel 3 von 6? 7? Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Der Präsident hielt große Stücke auf Sie, Agent Kennedy. Auf Sie auch. Sie waren 30 Jahre lang befreundet. Stimmt es, dass nur Sie beide zum Zeitpunkt seines Todes bei ihm waren? Was soll das heißen? Naja, es muss Ihnen doch klar sein, dass Sie beide unter Verdacht stehen. Was diese Anschläge angeht. Was? Agent Harper. Zum Zeitpunkt des Angriffs waren Sie nicht auf Ihrem Posten. So dass der Präsident ungeschützt war. Finden Sie nicht, dass solch ein Verhalten verdächtig ist? Verdammter Bastard! Sie haben das doch alles geplant! Und welche Beweise haben Sie für diese absurden Anschuldigungen? Ich bin der nationale Sicherheitsberater. Das heißt... Ich verhindere terroristische Angriffe. Ich plane sie nicht. Sie Lügner! Wenn Sie beide so von Ihrer Unschuld überzeugt sind, können Sie sich ja... umgehend stellen. Dafür wird er bezahlen. Das wird ja immer besser und besser.
So, was kommt denn jetzt eigentlich noch? Kann man das jetzt noch zu Ende machen? Nee, ich glaube, wir haben jetzt gerade mit einem komplett neuen Kapitel angefangen. Nee, das glaube ich nicht nur, das weiß ich sogar. Aber ich meine, kommt hier nach irgendein Punkt, an dem man einen schöneren Cut setzen kann, als hier in dieser verlassenen, drecksverbankten Höhle? Ach, doch, ich denke schon. Okay, dann machen wir mal. Ein Stückchen geht's noch. Ein paar Meter. Dramatisch. Auch lustig, Ada ist auf einmal weg. Tja. Was sie wohl geritten hat. Manchmal erscheinen Updates von Renet, wenn sie das Spiel starten. Das ist schön. Ich hab Kampfenergie. Zu spät. Wow. Konnte es nicht mehr vorlesen. Wir sitzen jetzt im selben Boot. Das macht uns wohl offiziell zu Partnern, ob es uns gefällt oder nicht. Das ist okay. Wenn Sie mir helfen, Simmons zu schnappen. Ja, ich weiß nicht. Kann man jetzt hier einen Cut setzen? Also. Direkt über unseren Köpfen. Komm, ein Stückchen geht noch. Würde ich glatt behaupten, dass es so ist. Ich würde mal sagen, du hast gerade den romantischsten Augenblick zwischen den beiden kaputt gemacht. Warum? Das. Weil die gerade abmachen, dass sie Partner sind. Das ist keine einfache Frage. Ich glaube, wir haben echt viele Schlangensymbole verpasst hier. Ja. Eine Schlange. Wie kann man den Schlangen ausweichen? Gar nicht. Ich glaube, die muss die kaputt. Wo bist du eigentlich? Die schlängelt jetzt hier auf dem Boden rum. Muss ich jetzt totschießen oder was? Ich hab die kaputt gemacht. Okay, ja komm, ein Stückchen noch. Ein Stückchen noch. Ein bisschen geht noch. Boah, der sieht auch. Guck mal hier. Guck mal, weißt du, wie das hier aussieht? Kennst du Geistervilla? Nein. Es sieht genauso aus. Ich finde schon. Echt? Ich kenne den ja. Film nicht. Ach komm. Also, der Film ist gut. Sagen wir so, ich kenne den Film, aber ich habe ihn noch nicht. Also, ich habe ihn auch geguckt, aber ich habe ihn einfach nicht mehr im Kopf. Und zwar null. Mit Eddie Murphy? Ja, ich kenne den Film, aber ich habe einfach nichts mehr davon im Kopf. Also das, wirklich. Das ist traurig. Nichts. Oh, das ist witzig. Oh, das ist reizend. Warte mal. Probier mal was. Nein. Komm, das geht. Nein. Das geht. Ich hätte beten sollen, als wir noch in der Kathedrale waren. Warum bleiben die Toten nicht einfach tot? Ist jetzt auch gerade drunter? Ja. Kann ich X jetzt loslassen? Nee, besser. Kein. Weiß ich nicht. Doch, X kann ich loslassen. Dann lass los. Hab ich doch schon. Achso. Eigentlich will ich ihn ja mal zerstückeln lassen. Warte mal. Ich probiere mal eben was. Es gibt mehr als eine leichte Verbrennung. So kann ich weiter ziehen. Diese Flammen sind extrem gefährlich. So kann ich aber nicht weiter kriechen. Umgehen. Hast du es mal? Ha. Ja, ich wollte gerade was testen. Kann man hier nicht einfach reingehen? Nein, du musst mich hier hochschleudern. Okay, dann ab mit dir. Na, entspannst du? Ist das schön am Lagerfeuer? Ja. Ist ziemlich entspannend und warm. Ich zoome mich gerade durch den Dreck mit dem Arsch voraus. Ich verpasse das gerade alle. Gemacht? Da war ein Typ hinter mir. Ist aus. Ah! Oh, ach so, ich drehe gerade. Entschuldigung. Ja, nicht drehen. Okay. Aber ich muss das gleich drehen, wenn die ganzen Zombies kommen. Ich drehe. Okay. Dann mache ich alle platt. Nee, warte, wir müssen erstmal hier durchsuchen. Ja, mach einfach. Beweise für die Verwandtschaft. Der Ring. Und bestimmt sind alle so mies wie er.
Weiterdrehen. Aber was für Beweise sind gemeint? Moment mal. Ach so. Dieser Ring von Ada. Ein Ring? Sie gab ihnen einen Ring? Ring des Simmons-Clans. Bingo. Danke für das Geschenk, Ada. So, willst du das mal drehen? Jetzt. Ja. Sofort dann auf der Stelle? Würde ich. Kann ich nur nicht. Jetzt kann ich. Oh. Wie blöd du bist, ne? Wie kann man so doof sein? Ich hab den Part bis jetzt nie gemacht. Ich war immer die Doofe, die gedreht hat. Das ist ein reiner Unterschied. Nein, das ist ein reiner Zufall. Nein, ich hab das bis jetzt noch nie gemacht. Ich hab immer gedreht. Fleißig und rücksichtsvoll. Mit viel Bedacht und Liebe. Und jetzt kommen die auch noch aus diesen Ecken. Bin ja mal gespannt, wie lange ich jetzt drehen muss. Wir haben ja... Au. Oh, super. Muss mir die auch ein bisschen vom Leib halten. Ja, ne? Mach ich doch. Sehe ich. Aber da ist sowieso keiner mehr gerade. Das heißt, ich kann das Drehen jetzt auch lassen. Da kommen noch mehr, ich dreh mal, ja? Ja, dreh, schnell. Ey, der hat mich voll angekotzt! Kommen da noch welche? Wir sind durch. Ja, ich komme. Helena. Super. Helena. Immer diese Kotzgeschichte. Was war mit dem denn? Anscheinend holen wir uns nasse Füße. So. Wasser macht mir keine Sorgen. Ich würde sagen, das ist der perfekte Moment, um auszumachen. Dann. Oder um einen Schnitt zu setzen, wo wir dann sagen, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, denn das ist hier, ja, hinter so einer Tür, ne, vor schönem, gewässrigen Wasser. Wir gehen jetzt baden. Genau, kühl ist nass, dann wirst du auch schön feucht. Also, nicht du, sondern deine hier, ne, die hier. Meine, ja? Die waren teuer. Zeig mal. Die waren teuer ohne Ende. Guck mal, die Textur ist so scharf. Ja, ne? Muss das jetzt sein? Nein. Und die Frisur sitzt. Genau, alles klar. Dann würde ich sagen... Bis zum nächsten Mal. Bei... Resident Evil 6. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss.